Ja. 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 Das Kinderheim bekommt jetzt die Wien und die anderen kriegen die CD, bleiben die CD. Das war hier war Nicole Steffen mit ihrer, ich weiß gar nicht, dritten Klasse in der Danske Jahreschule. Und das ist unser Burnerherbe, das hat Pia Renkwitz mit ihrer Gruppe gemacht. Also das sind dann Kinder, die dann zwischen 3 und 6 sind. Ne? Ja. Ja. Mein Herz geht gerade so auf. Ich will mit der Bohrmaschine arbeiten. Ist genau das, was ich... Ich bin von vorne geflogen. Ach Mensch, ja. Genau mag ich das. Freut uns natürlich sehr, euch alle wiederzusehen. Ich sehe, ihr seid auch gut aus Eckernförde nach Hause gekommen. Und ich hoffe, dass es eine sehr schöne Woche für euch war. Und wir begrüßen ganz herzlich hier neben mir den Michael aus Rendsburg Eckernförde. Genau. Ich bin von der dänischen Minderheitspartei. Und ich bin stellvertretender Kreispräsident. Und eigentlich bin ich nur Michael. Genau. Ja, und nichts anderes. Und stellt euch vor, der Michael war dann mit der Sonja und noch weiteren Christian, Kollegen genau. Hier letztes Jahr Weihnachten hier zu unserem großen Fest gemacht. Und da hat der doch auch im Schloss den Weihnachtsbaum gesehen und hat gesagt, Mensch, das wäre doch aber mal schön, wenn wir aus Rendsburg-Eckernförde einen mitbringen, einen schönen. Genau. Und heute noch, wenn ihr nachher guckt, der Weihnachtsbaumschmuck, der ist auch ganz besonders. Ja, den haben nämlich auch bei uns die Kinder gebastelt, aus dem Kindergarten, aus der dänischen Minderheit und aus der Schule, also so euer Alter, die haben dann den Weihnachtsbaumschmuck gebastelt, extra für euch. Das sind Julegärter, Weihnachtsherzen, die sind geflochten und Sterne. Aber guckt euch aus. Weihnachten, wenn ihr euch zu Hause Weihnachten feiert im Kinderheim, dann packt ihr die aus. Flammenbaum. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, auch im Namen unseres Landrates und natürlich unseres Partnerschaftsvereins und unseres Kinderheimes, dass ihr so toll hier angekommen seid mit dem wunderschönen Baum, der weit gereist ist. Ihr habt wunderschönen Schmuck mitgebracht. Die Kinder haben sich so gefreut beim Schmücken. Also danke, danke, danke. Und wir würden uns gern revanchieren. Es hat super geklappt und es war mir eine große Freude, auch mit euren Kindern hier zusammen zu sehen, wie die Augen noch bei den Kindern gestrahlt haben, als sie das gemacht haben. Und ich finde eben das klasse, dass wir als ältere Generation sozusagen eigentlich nur eine Brücke geschlagen haben zwischen unseren Kindern, aus unserer Schule, aus unserem Kindergarten zu euren Kindern hier. Das war mir das Wichtigste und das hat mich sehr gefreut. Und bei Ihnen ist sonst mal wer dafür zuständig für den Baum? Mein Mann, der ist Förster. Genau. Ja, der sagt, Thank you.